Liebe Schwestern, liebe Brüder, es gibt verschiedene Arten von Gesprächen. Das wissen wir alle. Gute Gespräche, anstrengende Gespräche, verstörende Gespräche. Gespräche, die uns weiterbringen oder die uns irgendwie aus der Bahn werfen. Von verschiedener Art von Gesprächen hören wir auch, wenn wir die Lesung des heutigen Tages betrachten und das, was Papst Gregor der Große über Scholastika geschrieben hat und ihren Bruder. Die Lesung des heutigen Tages führt uns mit der Sündenfallgeschichte ganz an den Anfang zurück. Ein Gespräch, das so einfach beginnt, so schlicht und unverfänglich zwischen dem Versucher, dem die Gestalt der Schlange gegeben wird, und zunächst Eva, dann Adam. Ein Gespräch, das so einfach beginnt, so einladend beginnt und so fatal endet. Nicht nur für diese beiden, sondern für alle, die nach ihnen gekommen sind. Weshalb? Weil dieses Gespräch, von dem der heilige Schriftsteller berichtet in der Erzählung, weil dieses Gespräch das Geschöpf von Gott, seinem Schöpfer, wegführt. Weil dieses Gespräch den Menschen hineinführt in die Entfremdung, in das Fremdsein von Gott, damit auch in das Fremdsein vom eigenen Ursprung, in das Fremdsein davon, dass es gut erschaffen ist und dass Gott es nie gut erschaffen hätte, wenn er es nicht bestimmt hätte für ein gutes Ziel. Ein Gespräch, das in die Entfremdung führt, weil es in die Herzen des Menschen Misstrauen sät. Misstrauen Gott gegenüber. Zweifel daran, dass er es wirklich mit uns gut meint. Frage, ob es nicht einen besseren Weg gibt. Frage, ob nicht, was so verlockend erscheint, besser ist als das, was er gibt. Es ist eine Entfremdung von Gott und vom anderen, in die uns manches Gespräch auch heute führt. Und dabei steht das, was die Schlange sagt, unter dem Zeichen des Lebens. Ihr werdet nicht sterben. Doch eben das ist der große Betrug. Denn der Versucher lügt. Es ist sein Wesen, dass er lügt. Dass er, was auch immer er sagt, nicht zum Leben führt. Nicht das Gute will, sondern dass er uns sanft, aber entschieden zum Tode führt. Der Verführer lügt und er ist schlau und er wartet auf den, der sich in sein Herz das Misstrauen gegen den guten Schöpfer säen lässt. Er wartet auf den, der dem Leben misstraut, was Gott ihm geschenkt hat. Ganz anders das Gespräch, von dem Papst Gregor berichtet, dass Scholastika geführt hat mit ihrem Bruder Benedikt. Gregor erzählt, dass Scholastika einmal im Jahr von Kindheit an eine gute, gottgeweihte Jungfrau, dass sie einmal im Jahr zu ihrem Bruder kam und die beiden miteinander gesprochen haben. Besser ein Tag, ein gutes Gespräch, als 365 Tage Geschwätz, könnten wir böse und kritisch sagen. Aber dieses Gespräch mit ihrem Bruder war ihr so wichtig. Aber worüber haben sie gesprochen? Bei diesem letzten Gespräch, das mit einer wundersamen Begebenheit in Begleitung ist, was ich jetzt nicht ausführe, damit es nicht zu lange wird.
bei diesem letzten Gespräch sagt Scholastiker am Anfang: Lass uns bis Tagesanbruch über die Freuden des Himmels sprechen. Das ist das, worüber Scholastiker sprechen will mit ihrem Bruder. Das ist das, was ihr wichtig ist bei diesem einmaligen Treffen im Jahr. Lass uns miteinander über die Freuden des Himmels sprechen. Das gute Gespräch, das sie dann auch schließlich mit Gottes Hilfe mit ihrem Bruder führen konnte, das ist das Gespräch, das zu Gott hinführt, das mich zu ihm hinführt und mich eben näher an die Freude heranbringt, die er selbst mir schenken will. Und so heißt es auch, dass sie sich durch Gespräche über das geistliche Leben in gegenseitigem Austausch erquickten. Erquickten. Ich dachte, was bedeutet eigentlich erquicken? Erquicken heißt lebendig machen. Erquicken heißt Leben schenken, dass der eine dem anderen Leben schenkt, in die Dürre und in den Tod hinein und in die Trostlosigkeiten des Lebens hinein. Wo der Mensch im Gespräch nach Gott fragt, wirklich nach Gott fragt, findet er auch zum Gespräch mit dem Mitmenschen, das dem anderen Leben vermittelt. Wir wollen fragen, schauend auf die heilige Scholastika und von ihr die Lehre annehmend, ob wir wirklich gute Gespräche schätzen, ob wir wirklich gute Gespräche auch suchen, dankbar dafür sind und was vielleicht die Themen unserer Gespräche sind. Ob es Gespräche sind, die uns selbst und anderen Leben geben, oder ob es vielleicht manchmal auch Gespräche sind, durch die wir dem anderen Lebenskraft rauben oder vielleicht sogar übel über andere reden, die gar nicht da sind. Lasst uns Gespräche führen, die uns im Austausch, im Miteinander erquicken, Leben schenken und nicht die Gespräche, die uns von Gott entfremden und die den Tod bringen, früher oder später. Amen.